Ich habe mich zunächst einmal gewundert, als ich dieses Wahlsystem vor mir gesehen habe. Die Wahl einer Person als Landrat oder Bürgermeister in einem Wahlgang ohne Stichwahl. Das ist einfach ein seltsames Wahlsystem und auch ein seltenes Wahlsystem. Frau Löhrmann hat es gerade ja schon gesagt, das kennt man normalerweise anders, dass wenn ein Amt besetzt werden soll und mehrere Kandidaten treten an, dann ist die übliche Vorgehensweise die, dass man in einem ersten Wahlgang die beiden Kandidaten herausfiltert, die meistens Stimmen auf sich vereinen, und zwischen denen kommt es dann zur Stichwahl. Die Wahl des Bürgermeisters in den deutschen Ländern, sofern direkt gewählt wurde, was mittlerweile wohl überall der Fall ist, oder französischer Präsident, macht das. Bei uns hier in Nordrhein-Westfalen soll nun alles in einem Wahlgang geschehen, und das hat eine ganze Reihe von verfassungsrechtlichen Problemen, und dazu soll ich hier ja was sagen. Frau Löhrmann hat das erstes schon angesprochen. Stellen Sie sich eben vor, wir haben größere und kleinere Parteien. Wenn wir also hier die beiden Oppositionsparteien nehmen, die Grünen und die SPD, so spricht sehr vieles dafür, dass man um des Erfolgs der gemeinsamen politischen Grundlinie willen eine Vorabkoalition schließt, ehe man weiß, welcher Kandidat wie viel Wähler zugesprochen hat. Und ich hoffe, ich trete jetzt der Vertreterin der größeren Partei nicht zu nahe. Es wird der SPD wahrscheinlich sehr schwer fallen, auf einen eigenen Kandidaten verzichten zugunsten des Kandidaten der kleineren Partei dann dabei. Insofern besteht eine strukturelle Chancenungleichheit für die kleineren Parteien und für deren Kandidaten. Unser Wahlrecht hat aber als oberstes Gebot eine strikte Chancengleichheit aller Kandidaten und aller Parteien. Da sehe ich also hier das erste Problem. Dass diese Konstellation nicht völlig absurd ist, sieht man ja, wie es gelaufen ist hier in Düsseldorf bei der letzten Oberbürgermeisterwahl, als die FDP vorab auf einen eigenen Kandidaten verzichtet hat. Es ist im Übrigen durchaus nicht unwahrscheinlich, dass ein FDP-Kandidat Bürgermeister oder ein grüner Kandidat Bürgermeister werden kann. In meiner schwäbischen Heimat in Tübingen waren wir einen grünen Oberbürgermeister, der eben sich in der Stichwahl durchgesetzt hat, weil er vorher eben mehr Stimmen als die Amtsinhaberin bekommen hat. Also das sind keine Fälle, die nur hypothetisch sind, sondern die können tatsächlich vorkommen. Also erster Angriffspunkt, Verletzung der Chancengleichheit der kleineren Parteien und ihrer Kandidaten. Der zweite Gesichtspunkt hängt damit zusammen. Ich möchte es nennen, die Gestaltungsmacht der Wähler ist beeinträchtigt. Wir als Bürger haben ja politische Präferenzen und wollen mit unserer Wählerstimme diesen Präferenzen zum Erfolg verhelfen. Und wenn es vier Kandidaten gibt und ich bin für Kandidat C, dann wähle ich A, B, C, D, dann wähle ich eben Kandidaten C. Bei diesem Wahlsystem weiß ich aber gar nicht, ob meine Stimme überhaupt zum Zuge kommt. Ich spiele so eine Art Lotterie dann dabei. Und deswegen überlege ich mir, unterstellt A, B wäre die großen, C, D die kleinen, wähle ich wirklich den Kandidat meiner ersten Wahl oder gehe ich auf Nummer sicher und wähle meine zweite Wahl? Das heißt, der Wähler wird um die Möglichkeit gebracht, seinen eigentlichen politischen Wunsch relevant zum Ausdruck zu bringen. Er wird vor die ungute Wahl gestellt, entweder auf Nummer sicher zu gehen und seine eigentliche Präferenz zu unterdrücken und sozusagen die Kröte zu schlucken, lieber die als die anderen, oder aber er gibt seinem Herzen Ausdruck mit dem erheblichen Risiko, dass die Stimme hinterher überhaupt wegfällt dann dabei. Also Beeinträchtigung der Gestaltungsmacht der Wählerstimme wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das ist ein Legitimationsdefizit. Frau Löhrmann hat schon darauf hingewiesen. Wenn wir eine Reihe von Kandidaten haben, 3, 4, 5, 7 Kandidaten, und die Wählerstimmen verteilen sich wie auch immer einigermaßen auf diese Kandidaten, so hat der siegreiche Kandidat eine relativ geringe Anzahl der Wähler hinter sich. Und wenn die Zahl der Wähler, die man hinter sich hat, für die Legitimation etwas besagt, so heißt das, dass der dann Gewählte eine geringere Legitimation hat. Das ist die schwache Variante des Arguments. Die starke Variante des Arguments sieht so aus.
Stellen Sie sich vor, wir haben 4 Kandidaten, die zur Wahl stehen. Die Stimmen verteilen sich auch so einigermaßen in der üblichen Art und Weise. Das bedeutet, dass niemand eine absolute Mehrheit hat. Das muss ich hier sagen. Wenn ein Kandidat eine absolute Mehrheit hat, haben wir kein Problem. Dann ist alles okay, auch vom Demokratieprinzip her. Aber wenn wir mehrere Kandidaten haben und ein Kandidat soll sich nach dem neuen Wahlrecht mit nur relativer Mehrheit durchsetzen, so bedeutet das, dass eine Mehrheit von Wählern den Gewählten nicht gewollt hat. Das ist, Entschuldigung, eine Verdrehung, eine Perversion des Sinns des Wahlrechts. Wahlrecht soll den Willen des Volkes verwirklichen. Und das hier ist ein Wahlrecht, das mit systematischer Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass die Mehrheit der Wähler nicht den Kandidaten bekommen, den sie wollen. Das finde ich überaus merkwürdig und nicht nur merkwürdig, sondern eigentlich auch verfassungsrechtlich anfechtbar. Das Demokratieprinzip soll die kollektive Selbstbestimmung schützen. Und hier habe ich einen Mechanismus, der die kollektive Selbstbestimmung erschwert, wenn in vielen Fällen nicht eben unmöglich macht und das Gegenteil verkehrt, dass eine Minderheit sich durchsetzen soll. Das bisherige und wie gesagt in allen anderen Bundesländern praktizierte System sieht eben so aus, dass man eine Stichwahl macht der beiden erfolgreichsten. Dann habe ich immer wieder das Problem, dass ich als Wähler, der einen Kandidaten bevorzugt hat, der nicht gewählt, der nicht in der Stichwahl wurde, dass ich dann eben meiner zweiten Wahl Ausdruck geben muss. Aber dann kann ich das sehen, was ich tue und weiß, was ich tue. Das sind sozusagen die Argumente, die ich in Münster für einschlägig halte. Dankeschön.